Das ist die Einfahrt jetzt in das Schloss in Büdingen. Wir sind jetzt gerade hier angekommen und links auf der Seite des Schlosses wäre und ist ein großer Parkplatz, wo wir dann die Autos abstellen können. Von hier ist es vielleicht noch 2-3 Minuten bis zu den Schlossstuben, die in der Schlossgasse ist, sind. Hier oben sind dann in der Höhenlage einige Neubauwohnungen erstellt worden. Das Schloss werden wir dann auch im Rahmen des Semestertreffens besichtigen. Das ist vom Schloss kommend eine Einsicht in die Schlossgasse und da hinten kann man auch schon unsere Schlossstuben erkennen, in denen dann das Semestertreffen stattfinden wird. Eine schöne, romantische Altstadt mit vielen Fachwerkhäusern und einer sehr langen Tradition. Diese Gemeinde Büdingen oder Stadt Büdingen ist wirklich ein lohnendes Ziel. Am Ende der Schlossgasse ist ein Privatgrundstück und wir sind jetzt angekommen hier bei dem Keltenmuseum. Das ist also ein Museum, was erst im Jahre 2010 eröffnet worden. Man hat hier eine herrliche Sicht in die Landschaft und hier gibt es auch einen prähistorischen Wanderweg, den man besuchen kann. Hier in diesem Museum werden wir am zweiten Tag einen längeren Aufenthalt haben. Links von mir steht jetzt das Museum und hier hat man diesen weiten, schönen Blick auf die Landschaft, in dem dieses historische Museum der Keltenwelt eingebettet ist. Ich mache mal einen Rundumblick, um hier diese herrliche Aussicht nach allen Seiten hin zu genießen. So, hier nochmal eine Ansicht des mächtigen Keltenmuseums, in dem alle wichtigen Sachen auch besichtigt werden können. Außerdem ist auch hier noch ein Forschungsinstitut integriert, aber das werden wir dann alles näher beleuchten, wenn wir hier sind.